Erinnern Sie sich noch an die Schweinegrippe? Vor einem Jahr warnte die Weltgesundheitsorganisation WHO mit erschreckenden Prognosen vor einer gefährlichen Pandemie. Viele Länder, auch die Schweiz, deckten sich mit teuren Impfstoffen ein und riefen die Bevölkerung auf, sich zu impfen. Was allerdings nur wenige auch taten. Und dann das. Viel weniger Tote als bei einer normalen Grippe, dafür höhere Gewinne für die Pharmakonzerne. Steckt die WHO mit der Pharmaindustrie unter einer Decke? Das wollte auch der Europarat wissen, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit. Serena Tinari. Die Welt fürchtete in den letzten Jahren vier Schreckensszenarien. Die SARS-Epidemie, den Rinderwahn, die Vogelgrippe und zuletzt natürlich die Schweinegrippe. Wir wissen nun im Nachhinein, dass diese Ängste unbegründet erscheinen. Die Entscheide der WHO bringen uns als politisch verantwortliche Parlamentarier in eine sehr ernste Lage. Straßburg, Januar 2010. Vertreter der WHO müssen beim Europarat antraben. Eine Motion bezeichnet die Schweinegrippe als erfundene Pandemie. Die Schweizer Ständerätin Liliane Maury-Pasquier präsidiert die Gesundheitskommission des Europarates. Der deutsche Arzt Wolfgang Wodarg erhebt schwere Vorwürfe. Es seien Millionen von Menschen unnötigerweise geimpft worden, nämlich zusätzlich zu den Impfungen zur saisonalen Grippe. Wie konnte die WHO dazu kommen, so einen teuren und gefährlichen Blödsinn zu machen, wie sie es gemacht hat? Sie hat das Vertrauen einmal bei der Vogelgrippe und jetzt noch mal wieder bei der sogenannten Schweinegrippe völlig verspielt. Die Vogelgrippe. Drei Jahre Ängste. Die WHO warnte, es ist eine Frage der Zeit, bis dieses Geflügelvirus sich zusammentut mit einem Humanvirus und ein Pandemievirus daraus entsteht. Wir gehen davon aus, das sind nur Modelle, wir müssen mal sehen, was da nun wirklich passiert, dass bis zu 17 Millionen Menschen sterben können. 286 Menschen starben an der Vogelgrippe. Sie hatten zuvor engen Kontakt zu den Tieren. Regierungen kauften derweil Tamiflu und spülten rund 4 Milliarden öffentliche Gelder in die Kassen der Firma Roche. Das Medikament hätte bei einer Vogelgrippe-Epidemie helfen sollen. Mexiko im letzten Frühjahr. Erste Schweinegrippefälle. Die Schutzmasken sind wieder en vogue. Bereits im Juni. Die Welt steht jetzt am Anfang der Grippe-Pandemie 2009. Influenza-Pandemie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Aus der Schweinegrippe-Epidemie wird offiziell eine Pandemie. Die Weltgesundheitsorganisation WHO verkündet in diesen Minuten in Genf, dass sie den Alarm für die Schweinegrippe auf die höchste Stufe anheben wird. Die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation hat 6:10 Genfer Zeit die Phase 6 der Grippepandemie ausgerufen. Mit der WHO-Ankündigung setzt die Pandemie-Maschinerie ein. Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Furcht. Eigentlich ist der erste Grippeverlauf eher beruhigend. Aber die Experten der WHO warnen sogar, es könnte wie bei der spanischen Grippe 1918 enden, mit Millionen von Toten. Der Virus und die Krankheitsfälle verschwanden damals fast völlig im Laufe des Sommers. Aber nur, um im Herbst 1918 mit der Wucht wieder aufzutauchen, die wir alle kennen. Selbst wenn wir jetzt nur milde Fälle sehen, können wir nicht sagen, was in Zukunft geschieht. Vor zwei Monaten. Die Schweizer Behörden erklären Ende der Pandemie. Die pandemische Welle kommt zu ihrem Ende. Die Epidemie scheint ein klein bisschen weniger schwer gewesen zu sein, als man im August prognostiziert hatte. Vergleichen wir die Daten. Nach rund einem Jahr zählt die Weltgesundheitsorganisation bei der Schweinegrippe 17.483 Tote auf der gesamten Erde. Pro Jahr sterben auf der ganzen Welt an Tuberkulose bis zu 1.780.000 Menschen.
die Ressourcen im Gesundheitssystem, die sind überall knapp. Und wir wissen, dass jeden Tag 26.000 Kinder sterben an Hunger oder an vermeidbaren Erkrankungen, wo wir was tun könnten, die wir retten könnten. Dafür brauchen wir Geld. Und immer heißt es, wir hätten zu wenig Geld. Und wenn man dann in einer solchen Situation für eine unnötige und sogar schädliche Maßnahme so viel Geld ausgibt, und das sind in Europa bis zu 5 Milliarden wird geschätzt, nur in Europa, und 18 Milliarden weltweit, dann ist das sehr viel Geld, da kann man sehr viel Gutes dafür tun. Der Flop der Pandemie-Impfkampagne ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Regierungen hatten Millionen ausgegeben, um riesige Mengen an Impfstoffen einzukaufen. Immer das schlimmstmögliche Szenario vor Augen. Aber der Großteil der Bevölkerung entschied, sich nicht impfen zu lassen. Und so lagern viele Staaten Unmengen ungebrauchter Impfdosen im Kühlschrank. Ein Charakteristikum dieser Pandemie, auch in der Definition, war immer, dass es eine hohe Morbidität und eine hohe Mortalität mit sich bringt. Das heißt, sehr viele Menschen werden schwer krank und sehr viele Menschen, viel mehr Menschen als üblicherweise, sterben an dieser Erkrankung, die sich so schnell verbreitet. Doch dann hat die WHO Anfang letzten Jahres die Pandemie-Definition plötzlich abgeändert. Wichtig war jetzt nur noch die schnelle Verbreitung. Aber wenn die Anzahl Toter nicht mehr relevant ist, was soll dann der Vergleich mit der spanischen Grippe? Gemäß Wolfgang Wodarg gibt es eine auffällige Koinzidenz bei den Verträgen mit der Pharmaindustrie. Die Änderung dieser Definition ist dadurch erst möglich geworden, eine ganz normale, eine stinknormale Grippe zu einer Pandemie hochzustilisieren, was dazu geführt hat, dass diese Geschäfte plötzlich dann anfingen zu laufen. Eine schwere Anschuldigung. Doch tatsächlich, der von Deutschland 2007 mit GlaxoSmithKline abgeschlossene Vertrag hält fest, wenn die WHO Stufe 6 erklärt, beginnt die Pandemie. Und es treten die Vereinbarungen in Kraft zur Lieferung des speziellen Pandemie-Impfstoffes. Die WHO bestreitet die Anschuldigung. Lassen Sie mich für das Protokoll klarstellen. Die Grippepandemie-Regeln und Angebote der WHO wurden nicht missbräuchlich von der pharmazeutischen Industrie beeinflusst. Das heikle Thema kommt im Schweizer Jahr in den Europarat. Micheline Calmiret präsidiert das Ministerkomitee und Lilian Moripaschi die Gesundheitskommission. Die Schweizer Delegierte ist Hebamme und präsidiert auch den Nationalen Berufsverband. Welche Bilanz zieht sie von der Anhörung der Weltgesundheitsorganisation? Was mich erstaunte, die Vertreter der WHO waren nicht fähig, die Zweifel zu beseitigen. Auf alle Fälle waren sie nicht sehr überzeugend. Und es ist beunruhigend, dass sie nicht imstande sind, zuzugeben, dass vielleicht nicht alles korrekt verlaufen ist. Die Pandemie als Schwindel zu bezeichnen, bedeutet, die neueste Entwicklung und Forschung zu ignorieren und den Tod von über 14.000 Menschen und viele zusätzliche schwere Erkrankungen zu bagatellisieren. Gibt es Leute, die gleichzeitig für die WHO und für Pharmafirmen arbeiten? Ich glaube, das sind nicht nur kleine Fische, Herr Fukuda. Tatsächlich sind belastende Fälle aufgetaucht. Klaus Stöhr stand jahrelang an der Spitze der Grippe-Taskforce der Weltgesundheitsbehörde. In Fernsehsendungen informierte er jeweils über die Vogelgrippe. Später wechselte er dann zu Novartis als bedeutender Experte im Bereich Grippeimpfstoffe. Der Holländer Albert Osterhaus sitzt im SAGE, dem Impfstoff-Expertenkomitee der WHO, und ist Präsident der ESWI, der Europäischen Gesellschaft für Grippeexperten. Gleichzeitig ist er an einer Firma beteiligt, die selber Impfstoffe produziert. ESWI ist zudem zu 100% von der Pharmaindustrie finanziert. Impfstoffproduzent GlaxoSmithKline finanziert mit jährlich 6 Millionen Euro zudem die Forschung des finnischen Labors von Professor Eskola, ebenfalls WHO-Experte für Impfstoffe. Kann man da noch von Unabhängigkeit sprechen? In einer Welt, wo die Zahl wirklicher Grippefachleute recht klein ist, ist es unvermeidlich, dass solche Experten von allen beigezogen werden. Aber wie versucht die WHO, mögliche Interessenskonflikte zu vermeiden?
Wir bitten diese Experten, ihre Beteiligungen auf einem Formular zu deklarieren. Und dieses Formular wird im Sekretariat und im Vorsitz der Komitees diskutiert. Das gilt für alle Komitees der WHO, nicht nur für das SAGE, für jedes Komitee innerhalb der WHO. Protokoll der SAGE, 7. Juli 2009, mitten in der Schweinegrippe-Pandemie. Albert Osterhaus war dabei. Deklarierte Interessenskonflikte? Keine. Nur der Jamaikaner Peter Figueroa deklarierte einen Beitrag von der pharmazeutischen Industrie. Escola? An der SAGE-Sitzung im Oktober 2009 mit dabei. Escola deklarierte zwar einen kleinen Zustub von Novartis. Aber keine Spur von den Millionen, die sein finnisches Labor von GlaxoSmithKline erhält. Seit rund 10 Jahren hat die WHO die Partnerschaft zwischen öffentlichen und privaten Stellen entwickelt. Klar, eine solche Partnerschaft ist ein bisschen wie wenn man den Bock zum Gärtner macht. Aber dafür sind die Staaten zweifellos mitverantwortlich, weil sie der Weltgesundheitsorganisation die Gelder verweigerten, die unabhängige Experten kosten würden. Eines ist sicher, die Staaten nahmen den Pandemiealarm der WHO ernst und müssen jetzt gesalzene Rechnungen begleichen. Alle, bis auf einen. Polen hat nicht eine Dosis Impfstoff gegen die Schweinegrippe gekauft. In meinem Land hat die Regierung keine Schweinegrippe-Impfstoffe gekauft. Sie konsultierte nämlich Ärzte und Spezialisten und die sagten voraus, es werde keine schwere Grippe sein. Unsere Gesundheitsministerin Eva Kopacz war sehr überzeugend in ihren Äußerungen, sehr vertrauenserweckend und die Bevölkerung glaubte ihr. Eva Kopacz ist selber Ärztin und im ungeimpften Polen gab es nicht häufiger Schweinegrippefälle. Welches Mittel nahm Professor Wach, als er erkrankte? Ja, ein sehr traditionelles, nichts Spezifisches. Es ist ein Virus. Meine Frau machte mir eine sehr gute Bouillon. Die nehme ich gerne, wenn ich Fieber habe. Ein Jahr lang verfolgte die Angst vor der Pandemie auch die Schweiz. Eine Pressekonferenz jagte die andere. 5. Februar 2010. Das Bundesamt für Gesundheit erklärt das Ende der Pandemie. Das Interesse der Medien und der Bevölkerung ist geschwunden. Offenbar ließen sich nur 14% der Bevölkerung impfen. Übrig bleiben allein in der Schweiz 11 Millionen Impfdosen für 70 Millionen Franken. Der Europarat hat nun den englischen Abgeordneten Paul Flynn mit einem Bericht beauftragt. Was wir nun wissen wollen, wer berechnete das Risiko? Wer setzte die Messlatte, um solche Erklärungen abzugeben, welche die ganze Welt erschreckten? War das Risiko berechnet aufgrund medizinisch unabhängiger epidemiologischer Evidenz oder war das Risiko von Leuten berechnet worden, die Geld verdienen wollen mit dem Verkauf von Impfstoffen? Es ist Zeit, daraus zu lernen, um es besser zu machen. Wenn nicht, diskreditiert sich die WHO selber und beim nächsten wirklich gefährlichen Virus wird sie niemand mehr ernst nehmen. Auch die WHO lässt die schweren Vorwürfe nun untersuchen. Bevor die Resultate nicht vorliegen, will sich das Bundesamt für Gesundheit zum Fall nicht äußern.